So, Freunde, ich dachte mir, komm, lehnen wir uns einfach mal zurück und lassen die Woche Revue passieren. Ich meine, die meisten von euch haben eh die Hälfte wieder nicht mitbekommen, weil ihr zu sehr beschäftigt wart, damit auf Social Media rumzurennen. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich schreibe mir die wichtigsten Dinge mal raus und gebe sie nochmal zum Besten, damit ihr wirklich immer auf dem aktuellen Stand seid. Begonnen hat die letzte Woche am Montag mit einem wirklich massiven Problem, das mich auch privat berührt und beschäftigt hat. Und zwar Vodafone hat einen Netzausfall gehabt, ja. Einen Netzausfall vom Feinsten. Es hat die SIM-Karte nicht mehr erkannt, kein Internet ging, nichts ging. Man war quasi wie klinisch tot, weil man konnte keine Social-Media-Kanäle mehr aufrufen. Was war, das Leben hat für einen kurzen Moment an Sinnhaftigkeit verloren. Gegen Abend wurde die Störung aber Gott sei Dank behoben. Dann, ich habe mir alles aufgeschrieben. Dann wurde der künftige Außenminister Anthony Blinken, wie auch immer, schon mal ernannt. Und er sagt, er möchte alles anders machen als zuvor. Also er möchte wohl wieder, also unter Trump, egal was man von ihm hält, gab es zumindest mal keine neuen Kriege. Und er möchte anscheinend wieder zu dem Amerika zurück von vorher, endlich mal wieder ein bisschen die Welt bekriegen. Da freuen wir uns schon alle drauf. Besonders die arabische Welt, die die letzten 4 Jahre ein bisschen durchatmen konnte, wird da schon gespannt drauf schauen, was da passiert. Eine traurige Nachricht ist noch passiert am Montag. Und zwar, ihr wisst, er drückt, hat immer gern mal ein Auge zugedrückt. Jetzt hat er leider beide Augen zugedrückt. Ja. Karl Dall, er hätte diesen Witz gemocht. Er war Komiker. Karl Dall ist gestorben. Wirklich einer der ganz, ganz Großen, die von uns gegangen sind. Babala. Das nächste Thema auch interessant. In Schottland, in den öffentlichen Gebäuden, Schulen, Universitäten soll in Zukunft für Menstruation, OBs und bla 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 zur Verfügung stehen. Und was haben sich die Menschen im Internet aufgeregt? Das will ich auch. Warum, wo ist das für die Männer? Hey, alles gut. Für uns gibt's Klopapier in jeder Toilette. Alles gut. Macht euch keinen Kopf. Wir werden schon nicht benachteiligt, okay? Am Mittwoch, den 25. November, ist eine große Legende aus dem aktiven Dienst gegangen. Boris Becker hat den Deutschen Tennisbundverband verlassen. Er hat im Moment sehr, sehr viel Probleme, finanziell, was auch immer. Unser Bum Bum Boris, mach's gut. Und eine weitere sportliche Legende hat sich leider komplett verabschiedet. Nicht nur aus dem Verband, sondern physisch, psychisch, seelisch, wie auch immer man das sehen mag. Diego, die Hand Gottes Maradona, ist leider von uns gegangen. Ruhe in Frieden. Du warst wirklich ein Unikat. Also so einen Menschen habe ich seltenst gesehen, dass der überhaupt mal Sportler war. Der war ja wirklich dauerhaft auf Kokain und Wein und also unfassbar. Aber der Typ war einfach eine Ikone, ne? Der war einfach ein Typ. Also da oben alles Gute, sagt Kobe Bryant auf jeden Fall. Ein Gruß. Die Bundeswehr, sie zieht die letzten Soldaten aus dem Kundus ab. Dann ist die Bundeswehr raus aus Afghanistan. Ähnlich wie die Amerikaner, die jetzt auch abziehen wollen, wird das Land nach und nach wieder den Afghanen zurückgegeben. Sind wir mal gespannt und drücken die Daumen, damit endlich mal Frieden in Afghanistan einkehrt. Und ein hochrangiger, wo wir gerade in dieser Gegend sind, sage ich mal, ein hochrangiger Atomphysiker wurde im Iran umgebracht, so wie es aussieht, vom israelischen Geheimdienst. Das ist natürlich auch wieder, ne, gute Atombomben, schlechte Atombomben, der Westen darf haben, da drüben die nicht. Ich bin der Meinung, keiner sollte Atombomben haben, das würde allen helfen, der gesamten Welt. Sind wir mal gespannt, wo das noch hinführt. Und zum Abschluss noch eine richtig kranke Meldung. In Münster wurde dieser Kinderschänder verurteilt zu 3 Jahren und ein paar Monaten. Und da sage ich euch ganz ehrlich, wen wollt ihr denn verarschen? Hinterzieh mal Steuer, da verkauft ein paar Drogen, da gehst du für 5 Jahre in den Knast. Und da kriegst du 3 Jahre, was weiß ich. Also das ist für mich eine ganz, ganz große Sauerei. Richtig kranke Kacke ist das. Und ich hoffe, dass sich da das Justizsystem der Sache mal annimmt, dass der mindestens 15 Jahre kriegt, wenn nicht länger oder mehr. Das war das erste Video zum Wochenrückblick.
Freunde, falls ihr es kacke fandet, keine Sorge, es kann nur besser werden. Nächste Woche kommt's nächste. Passt auf euch auf und bis dann.